Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basti Depressiva. Seit ich dieses Format hier mache, werde ich immer wieder gefragt, was man denn eigentlich gegen Depressionen tun kann. Medikamente, Gesprächstherapie, Meditation, Hypnose. Und ich antworte dann immer, dass es leider kein Wundermittel gegen Depressionen gibt und dass es sowieso nicht die eine Depression nach dem Schema F gibt, sondern dass sie ganz viele verschiedene Gesichter haben kann. Trotzdem gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen können, dass es den Betroffenen wieder besser geht. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, aktiv Sport zu treiben, und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Sport kann einerseits eure Zufriedenheit fördern und euer Selbstwertgefühl stärken. Andererseits kann es den Betroffenen natürlich auch dabei helfen, wieder so eine Alltagsstruktur in ihr Leben zu bekommen. Deshalb habe ich euch jetzt mal drei Sportarten rausgesucht, die für depressive Menschen besonders gut geeignet sind. Die Nummer 1 ist Wandern. Wandern zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es die Stimmung hebt, dass es entspannt wirkt und dass es von negativen Gedanken ablenkt. Die Nummer 2 ist Laufen. Laufen trägt genauso wie das Wandern zu einer Stimmungsverbesserung bei, weil da dementsprechende Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden. Genau ist das leider noch nicht erforscht. Außerdem hat es einen sogenannten meditativen Effekt auf unser Gehirn. Das bedeutet, dass wir durch das Laufen besser entspannen und besser schlafen können. Die dritte Sportart ist Yoga. Yoga wirkt sich auch positiv auf das biochemische Gleichgewicht in unserem Gehirn aus. Außerdem lernt man beim Yoga, sich selbst mehr Achtsamkeit entgegenzubringen, was bei Depressiven sehr wichtig ist, und auch sich mehr auf positive Gedanken zu konzentrieren. Und noch besser und effektiver wirken diese Sportarten natürlich, wenn ihr sie mit Leuten zusammen macht, die ihr schätzt, die ihr gut findet, mit denen ihr gern Zeit verbringt. Ein weiterer Vorteil ist dann natürlich, dass ihr feste Verabredungen habt mit euren entsprechenden Freunden oder Trainingspartnern, und dann kommt ihr vielleicht weniger in die Versuchung, den Sport abzusagen. Ihr könnt euch dann vielleicht ein bisschen leichter aufraffen, als wenn ihr das Ganze nur mit euch selbst ausmachen würdet. Abraten würde ich euch hingegen von Sportarten, die auf Wettkampf ausgerichtet sind, zumindest wenn ihr euch wirklich gerade in einer sehr schweren depressiven Phase befindet. Ihr solltet in erster Linie auf euch selbst und auf eure eigene Leistung gucken. Beziehungsweise das Wort Leistung ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen fehl am Platz, weil erstmal geht es darum, dass ihr euch überhaupt irgendwie bewegt, auch wenn ihr pro Tag nur 20 Minuten lauft. Das ist schon ein Fortschritt und natürlich tausendmal besser und sinnvoller, als einfach nur den ganzen Tag im Bett zu liegen. Für Wettkampfsport braucht man meiner Meinung nach einfach eine mentale Grundstärke. Da gibt es dann halt nicht nur die Ansprüche, die man an sich selbst hat, sondern auch die Ansprüche, die zum Beispiel der Trainer an einen stellt oder die Mannschaft an einen stellt. Man muss mit den individuellen Fehlern und Misserfolgen umgehen können und man muss natürlich auch mit den Fehlern und Misserfolgen der gesamten Mannschaft umgehen können. Und diese Faktoren können dann schnell mal sehr abschreckend und auch sehr demotivierend auf eine Person wirken, die wirklich depressiv ist. Ich weiß mittlerweile selbst, wovon ich spreche. Ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert, auch während der Depression, und die Sportart, die mir am Ende des Tages immer was gebracht hat, auch wenn es nur ein bisschen was gebracht hat, war wirklich das Laufen. Obwohl ich normalerweise kein Lauffreund bin, ich bin noch nie gern gelaufen, aber ich habe das Gefühl, da bekommt man immer eine ziemlich schnelle und direkte Rückkopplung. Und meistens ist das eine positive Rückkopplung. Aber wie im Prinzip bei so ziemlich allen anderen Tätigkeiten, die es so gibt, solltet ihr auch hier darauf achten, natürlich die Intensität nicht zu übertreiben und die Häufigkeit nicht zu übertreiben. Das kann dann nämlich im schlimmsten Fall sogar den gegenteiligen Effekt hervorrufen, nämlich dass es euch deutlich schlechter geht als vorher. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video jetzt mal wieder ein bisschen Inspiration und vielleicht auch ein bisschen Lebensmut mit auf den Weg geben. Schreibt mir doch bitte einfach mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Sport gemacht habt. Habt ihr mal Sport gemacht und habt dann aufgehört? Macht ihr vielleicht immer noch Sport? Hat euch Sport vielleicht sogar bei der Bewältigung eurer Depression geholfen? All diese Dinge würde ich gerne wissen. Ich kann natürlich auch darauf reagieren, kann euch auch nochmal was dazu antworten. Vielleicht interessiert es euch ja auch ein bisschen mehr im Detail, welche Erfahrungen ich so gemacht habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Forever.